ganz interessante Schwimmerin auf den Innenbahnen. Vor allem eine ganz junge 14-Jährige namens Lisa Höpping aus Essen, die von vielen in der Fachwelt jetzt schon so ein bisschen als das allergrößte Talent im Deutschen Schwimmverband für die Zukunft gehandelt wird. Christian Keller wird da gleich ein bisschen was dazu sagen können, denn der kommt ja ebenfalls aus Essen. Sita Kusserow aus Karlsruhe. Rosalie Keter von der Startgemeinschaft in Frankfurt. Und dann kommt Lisa Höpping. Bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften war sie zweite über 200 Meter Lagen, dritte über 200 Meter Schmetterling. Wenn sie hier an ihre persönliche Bestzeit rankommt, dann wäre das eine hochinteressante Geschichte. Sie ist ein bisschen erfolgverwöhnter, Franziska Hentke aus Magdeburg, die Titelverteidigerin, hat auch als einzige die Vorlaufnorm geschafft heute. Es gibt ja zwei Normen, einmal die für den Vorlauf, dann die fürs Finale. Teil 1 ist ihr gelungen, Teil 2 wird sie jetzt knacken. Lena Kaller aus Würzburg, die Vorlauf-Zweite mit persönlicher Bestzeit von 2 Minuten 13. Da muss sie rangehen. Jugend-Europameisterin ist sie schon, Elena Tschechner aus Schwabmünchen-Nördlingen. Und dann kommen noch drei Schwimmerinnen, die mit den vorderen Plätzen aller Voraussicht nach nichts zu tun haben werden. Josefine Meyer, die wir gerade gesehen haben, dann Tanja Kirmse vom SV Wackerburghausen und schließlich noch die zweite Magdeburgerin in diesem Finale, Paula Bayer, ganz da oben auf Bahn 9. Franziska Hentke, die haushohe Favoritin über diese 200 Meter Schmetterling, also auf der unteren gelben Bahn. Interessant, wie sich die dreijährige jüngere Lena Kaller, eine Bahn darüber, auf 5 also verhalten wird. Wird sie auf Angriff schwimmen? Wird sie versuchen, sich mitziehen zu lassen? Achten wir mal auf diese beiden Bahnen und vergessen wir oben Lisa Höpping nicht. Bei den 200 Meter Schmetterlingen muss man natürlich jetzt aufpassen, auch von der Renneinteilung, was immens wichtig ist. Die ersten 50 Meter sind teilweise schon rennentscheidend. Wenn man hier zu schnell angeht, dann zollt man Tribut auf den zweiten 100 Meter, speziell auf den letzten 50 Meter. Da hat es den einen oder anderen mal eine leidvolle Erfahrung gemacht. Auch Michael Groß 1991 im Duell gegen Melvin Stewart, wo er bis 175 Metern geführt hatte, war auf Weltrekordkurs und auf dem WM-Titel und wurde dann nachher Zweiter. Also die 200 Meter Schmetterling sind schon taktisch eine große Herausforderung. Lisa Höpping, die 14-jährige Essenerin, ist in Führung gegangen. Christian, du kennst sie ein bisschen aus eurer Trainingsgruppe. Du bist ja auch noch ab und zu am Beckenrand in Essen. Ist das wirklich so ein Riesentalent? Ich glaube nicht, dass sie das hier auf Position 1 zu Ende schwimmen wird, aber sie gilt als Riesentalent. Also Lisa ist ein Riesentalent und ich meine, sie ist jetzt gerade mal 15 Jahre jung und man darf in Essen ja nicht nur immer Henning Lambert erwähnen, sondern auch Mitja Zastro und Nicole Endruschat, die im Team sehr hervorragend am Bundesstützpunkt arbeiten. Und Lisa mit ihren 15 Jahren ein Riesentalent und sie schnuppert jetzt gerade nationale Luft, aber das wird sich hier Franziska Hentke natürlich nicht nehmen lassen. Aber die jungen Talente kommen nach und das macht natürlich Hoffnung, wenn man noch mal 3 Jahre weiterblickt in Richtung Rio 2016. Zwischen den beiden gelben Bahnen, zwischen Franziska Hentke und Lena Kaller lag schon im Vorlauf eine Distanz von 4 Sekunden. Und das auf einer 200-Meter-Strecke, das ist schon eine kleine Schwimmwelt. Das heißt und verdeutlicht hier, diese Frau, Franziska Hentke aus Magdeburg, schwimmt konkurrenzlos vorne weg. Und das macht es für sie nicht leichter, denn sie muss ja jetzt auch noch die Norm schaffen. Und die liegt bei 2 Minuten 9,38 Sekunden. Wenn sie die packt, ist sie sicher bei der WM in Barcelona dabei. Da sieht man jetzt auch, dass sie so kraftvoll noch schwimmt, nach jedem Armzug Luft holt, den sogenannten Einerzug, den auch Michael Phelps schwimmt. Und sie arbeitet sich tatsächlich an der Norm vorbei, die weiße Linie. Und die Zeit von 2:09:38 unterbietet sie in einer persönlichen Bestzeit von 2:08. Aber dahinter, da hat Lisa Höpping, die 14 Jahre alte Essenerin, geschafft. Auf den letzten Metern hat sie sich nach vorne getankt und hat die eigentlich favorisierte Würzburgerin Lena Kaller hinter sich lassen können. Das ist eine der großen Favoritinnen dieses Rennens gewesen. Franziska Hentke vorne, Lisa Höpping hier. Die Norm hat sie nicht geschafft. Überflüssig zu erwähnen, dass sie
nicht dabei sein wird. Aber sie ist dann eben die Frau für die Zukunft. Ja, Thomas, sie ist 9 Jahre jünger als die Franziska Henke. Und da sieht man nochmal den tollen Start von der Franziska. Und das sind natürlich 9 Jahre weniger Training. Und die 200 Meter Schmetterling, die tatsächlich sehr trainingsintensiv sind, neben 400 Meter Lagen oder 800 und 1500 Meter Freistil. Und deswegen ist das unglaublich toll für sie, deutsche Vizemeisterin mit sage und schreibe gerade mal 15 Jahren. Man darf jetzt auch nicht einen Vergleich ziehen zu Franziska van Almsick, die ja 1992 mit 14 Jahren einen zweiten Platz belegt hat, 200 Meter Freistil als Jahrhunderttalent. Also von daher macht das Hoffnung natürlich auch hinsichtlich Jugend-Europameisterschaften. Und da sieht man, die Franziska schlägt an, da haben die anderen noch insgesamt 7 Delfin-Züge zu tätigen. Aber das sind junge Talente, die man aufbauen muss und im Konzept von Bundestrainer Henning Lamberts in Zukunft eine große Rolle spielen werden. Viele Zuschauer werden sich jetzt natürlich fragen, was ist so eine WM-Norm eigentlich wert? Das, was die Franziska Henke hier geschwommen hat, ist die Zeit von 2:08,87. Um das nochmal zu verdeutlichen, im Vorlauf muss man eine Norm schwimmen, die ist gleichbedeutend mit dem 24. Platz der letzten Weltmeisterschaft. Im Finale dann ist die Richtzeit die des 16. Platzes der letzten Weltmeisterschaft. Nur ich freue mich sehr für die Franziska, die tatsächlich eine tolle Leistung erbracht hat. Wir beide waren letztes Jahr in Ungarn, in Debrecen bei der Europameisterschaften, wo sie nochmal eine Chance hatte, sich für Olympia zu qualifizieren und hat das mit 300 oder 400 nicht geschafft, umso glücklicher. Und ich freue mich wirklich für sie, dass diese Leistung, dieser Kampf auf den letzten Metern belohnt wird, dass sie jetzt mal endlich die WM-Quali geschafft hat und dass sie belohnt wird für diese knallharte Arbeit, für die 80 Kilometer Trainingsleistung in der Woche.